So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wirklich am Mittwoch, nicht am Donnerstag, nicht am Freitag, nicht am Dienstag, nein. Am Montag, am Mittwoch meine ich natürlich. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend 18 Uhr die Raid-Stunde mit Voltolos. Wir machen wieder eine Raid-Mania. Wenn ihr mit mir befreundet seid und unterwegs seid, eure Raids macht, ladet mich ein, verdient Raid-Mania-Punkte und bestimmt damit das Maskottchen für den nächsten Monat. Irgendwas sieht schon wieder anders aus, nachdem zwar letztens es halt hier heller war, weil ich da die Vorhänge abgemacht habe und mitten im Umzug auch noch bin. Sieht jetzt irgendwie, ist zwar irgendwie hell aus, aber gleichzeitig auch irgendwie dunkel. Aber bevor ich jetzt versuche rauszukriegen, was da das Problem ist, würde ich sagen, nicht lang schnacken, koppeln nacken. Wir fangen an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bierschanga. Die hat nämlich geflext mit ihren 100%igen Pokémons. Und da ist einfach hier ein Ho-Oh drin. Während ich noch auf der Suche nach dem 100er war, ja, gönnt sie sich auch ein Ho-Oh, freut sich so aus Versehen beim Aussortieren gefunden. Dann habe ich irgendwann gezeigt, ich habe das jetzt auch. So habe ich das nämlich auch gemacht. 4 Sterne, 2207. Da ist auch endlich mein 100er Ho-Oh nach 724 Raids. Wer es also noch nicht mitbekommen hat, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich wollte das 100er Ho-Oh. Hab so lange geradet, bis es da war. 724 Raids bis zum 100er. Hat jemand mehr? Außer Fleeceking, bei dem weiß man's ja. Dann bin ich mit Mäusekind Glücksfreund geworden. Ich habe ein C-Date-Ticket bekommen vom Luigi Sarada. Danke dafür nochmal. Nehme ich ja auch immer bei Raider Mittwoch dann mit rein, wenn jemand ein Ticket sponsort, ein Ticket gönnt. Grüße gehen raus an der Stelle. Dann bin ich mit Kuselinchen Glücksfreund geworden. Thomas Speck zeigt ihr auch ein 100er Ho-Oh am 15.03. und am 13.03. auch noch ohne Wetterbrust, mit Wetterbrust. Beides vorhanden. Timo, die Verpflegung steht, hat sich hier Pizza gegönnt mit, was ist denn das, Würstchen noch daneben? Soße daneben, Cola und Sprite. Der Timo muss wohl Hunger haben. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Timo. Pizza-Fotos immer gut, Samyang-Fotos sowieso. Margo FedEx hier, Shiny Pichu gebrütet. Nimmt man gerne mit, vorbelastet. Vielleicht komme ich ja damit mal wieder in Raid am Mittwoch. Ramses war mein erster Fang heute. Genaya hat es ihm schon gesagt, schick's bitte privat, dann wird das damit reingenommen. Er hat es mir jetzt nicht privat geschickt, es war in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, damit er halt einfach mal wieder dabei ist. Aber am besten, wenn ihr was habt, immer privat schicken, dann geht es auch nicht unter. Es war übrigens ein Shiny Ditto, sieht jetzt aus wie ich mit dem blauen Hemd. Dann nochmal Timo, nochmal hier, Shiny Ho-Oh, richtig gut, ist aber nicht Level 50, da fehlt ein bisschen, er hat dann einfach keine Pässe mehr gehabt, hat er gesagt. Pokehunter hier, 100er Fleckmon, 100er Mobai, was man ja nur brüten kann, also richtig krass, Shiny Flunschleg, Shiny Serpifeu, Dusselgur und nochmal Shiny Ho-Oh plus 100er Gastella, was ja auch in der Superliga, glaube ich, gut genutzt wird. Kenne mich nicht aus, ich nutze ja immer dasselbe Team, deswegen weiß ich gar nicht, was bei den anderen neueren Pokémon so ansteht. Kuselinchen, Shiny Hornliu. Ich bin mir gerade total... Hat Hornliu mal einen C-Day gehabt? Nö, oder? Doch? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich immer C-Day-Pokémon aussortieren, aber mittlerweile muss ich sie drin lassen, weil ich gar nicht mehr unterscheiden kann, was C-Day hatte und was nicht. Aluhut, Shiny Sodamark mitgenommen. Selal zeigt uns hier New. Die New Shiny Evoli Frühlings-Events-Kranz-Blumen-Muster Code gefundenen Pokémon, die bald wohl auftreten im Spring 23. Ja, sieht die Blüte anders aus? Die sieht wahrscheinlich anders aus und es wird wieder ein Krampf. Wir freuen uns alle drauf. Dann hat er hier auch zwei Shiny Ho-Oh mitgenommen. Ein Shiny Raupi, ein Shiny Mangunior. Dann war es das auch schon wieder mit Selal, Sarina, 100% Galaporenta, Shiny Raupi, Shiny Fluffeluff gebrütet, Shiny Iguana, 100% Voltilam, 100er Sodamak und Shiny Meltan. Seit gestern 10 Uhr läuft ja dieses Let's Go Event, wo ihr wieder Meltan Box aktivieren könnt, die Wunderbox, wo ihr alle 2 Tage statt 3 Tage jetzt die Wunderbox zünden könnt, Meltan farmen könnt und Meltan aus der Wunderbox wieder shiny sein kann.
Wenn ihr nicht wisst, wie ihr an eine Meltan-Box kommt, gibt es ein Tutorial in der Beschreibung mit Nintendo Switch. Oder wer keine Nintendo Switch hat, gibt es die Verlinkung über Pokémon Home, eine App, die sich jeder runterladen kann. Falls ihr also noch Fragen habt, wie man das macht, fragt mal hier in den Kommentaren. Zur Not schicke ich euch das Tutorial nochmal, dass ihr wirklich die Zeit jetzt nutzen könnt, Meltan zu farmen, Shiny zu farmen, weil das ja immer nur zu diversen Events freigeschaltet ist. So, Lashoking 100%, Andy Forbeck, Zeitung 100%, Luigi Sarada. Beim Fahren der Fahrer, der Zeitungsfahrer, eine Zeitung mitgenommen mit blutigen Zähnen. 123 geht GBL, 100er Electek mitgenommen, okay. 123 geht Ausbeute von einem schönen sonnigen Community Day mit sommerlichen 17 Grad. 22 Shinies, alles querbeet, nichts Besonderes, mach mal weiter. Da guckt er hier, ein Suskit, also ein Shiny Gehweiher auf dem Gehweg, das passt ja auch richtig gut. Ausbeute der letzten Tage, nochmal drei Shiny HO mitgenommen. Tobias R. Shiny Voldoball, Bidiza, Hopspross, Shiny HO, Ampharos, Tangela, Vidifas. Shiny Schnurgas, Stolunio, Wati. Und weiter geht's mit Shiny Gehweiher, Hopspross. 100er Flecknoil, 100er Voldilam, 100er Lashoking, 100er Mauzi, 100er Potrot, 100er Zaplarang, 100er Donarion, 100er Haspiroa Plus. Achso, genau. Richtig Glück gehabt. Einfach 146 Shiny Fleckmon. Geht das noch mit rechten Dingen zu? Ja, meiner ist noch krasser. Kaiser Kai, so, nächste 100er Familie komplett. Baumball auch hier voll und fertig. Jetzt noch alles auf Level 50. Dann endlich habe ich den auch. Ein Shiny Gladiandri. Ja. Hätte ich mir bei dieser Rocket-Übernahme, die dann auch ab Samstag läuft, die ab Samstag läuft, gewünscht, dass da nochmal was Neueres in die 12er Eier kommt oder eben noch ein anderes Shiny auch released wird. Dass man immer nicht nur wegen einer Sache brütet, sondern eben wegen gleich mehreren, wenn man das vom letzten nicht hat. Dass man immer noch auf das gehen kann, aber gleich noch was Neues dazu hat. So hat man eigentlich gar keinen, außer eins nach dem anderen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Alexander Ahringer jetzt hier. Meine C-Day-Ausbeute. Und wenn man das so sieht, weil alle anderen ja immer eingeben, dass genau die Anzahl der Shinies angezeigt wird, die am C-Day gefangen sind, müsste man auf den ersten Blick sagen, einfach 729 Shiny Fleckmon am C-Day gefangen. Das ist Weltrekord, da ist keiner drüber. Natürlich hat er generell nur Shiny eingegeben, deswegen zeigt es alle Shinies, die er hat. Und nicht nur die vom C-Day, sonst hätte man schön übersichtlich die Zahl gehabt, hätte vergleichen können mit den anderen. Pizzabode Zeus, alle nacheinander, Fleckmon, 17-15, 17-16, 16-17, 17, alles nacheinander. Das sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Schocker der Woche, fällt mir jetzt erst auf, aber ich habe ja was ganz anderes genommen. Jinaya, der wird zum Quaxo aus der Feldforschung, 100er Quapuzzi, 100er Rattan, Straufhain, der getauscht wurde mit Egeltussi. Das heißt, tauschen lohnt sich, kommt immer mal ein 100er bei rum. Kleiner Broiler 1,87 und großer Broiler 6,46 Meter. So vom Bild her ist ja gar nicht so fett groß der Unterschied. Also man erkennt einen Unterschied, aber nicht so fett groß. Da gibt es andere Pokémon. Bei Ursaluna fällt das auf. Wenn du ein normales Ursaluna hast und ein XL Ursaluna, was den ganzen Bogen bedeckt, sieht das auf jeden Fall richtig brutal aus. King Zapdos hier auch 100% Shiny Ho-Oh mitgenommen. Maggie, endlich habe ich es bekommen, auch 100%, Wetterbrust, Ho-Oh. Kai, mein Highlight von den Raids für Zuschauern eben gerade, kein Shiny dabei gewesen, wie bei Ice Scorpion, hat trotzdem Spaß gemacht. Ist zwar nur ein 98er Ho-Oh, aber für die nette Nachricht, die dazu stand, habe ich es mal mit reingenommen. Da steht Gruß Spirit, das könnte also vielleicht der Spirit-Kern sein, der auch in der Raid-Gruppe sehr aktiv ist. Elke, 100%, wohin genau? Shiny Potrot, Shiny Burmi, Shiny Zickzacks, wohlgebrütet, Shiny Slimer. Das war bei Paula Emperor. Was ist bei Kaisi der erste? 100% Glückspotrot, 100% Glücksnavitaub, Shiny Pantimimi, Shiny Zickzacks, Shiny Schallquap. Hannes mit einem Shiny Gladiandri auch gebrütet. Jetzt ist das Bild, glaube ich, besser. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Sonne ist auf einmal weg und schon sieht man mich unten im Hintergrund und alles andere. Annika auf dem Arctos Dani Account auch jetzt hier 100er. Bierspenst. Gibt es jetzt auf zwei schon? Auf dem gleichen? Oder ein da, ein da? 100er Haspiroa. Dann auf dem Hauptaccount Zapdos Annika.
Hier Shiny Ho-Oh, 100er Haspiroar, 7 Shinies beim Z-Day geholt. Thomas Speck nochmal 100% Ho-Oh am 20.03. Also der hat schon wieder noch ein 100er. Ne? Jan Lange. Hey, der hat was 3, das geht ja gar nicht, da passt ja der Schocker auch wieder nicht. Jan Lange hier auch, Shundo, Shiny 100, Ho-Oh mitgenommen. Benjamin hat mal wieder ein Solo-Raid gemacht, hat sich diesmal solo probiert am Flagmon, diese Vierer-Raids, die dann immer nach dem C-Day kommen. 5 Sekunden waren harte Nuss, hat er gesagt, Cumulus hier, 100er Radfratz. Hunderte Retter mitgenommen, Lenzhardt, der C-Day war richtig schön, Genaya war ja zu Gast, die haben zusammen den C-Day gespielt, bei denen war aber nicht so schön das Wetter, da hat es glaube ich geregnet, haben auch ein bisschen getauscht, wie man hier sieht, hat durch den Tausch noch ein 100er Glücksfleckmon erhalten, was er natürlich dann auch hätte entwickeln können oder hat, 49 Shinies gab es da insgesamt, der hat auch sein Level 50 erreicht, da denkt man halt so gerne zurück, und ein Regenbogen, nachdem der Regen Genaya und mir den C-Day vermiesen wollte, schönes Abschlussbild dazu, der kleine kommt mehr 100% als der Main. Hat nämlich 2. Und der Große hat 1. So. Was der Ball plus am Kleinen immer noch Lenzhardt, Mangunior, dann nach 3 Minuten auch Shiny Meltan bekommen. Haben eigentlich eine richtig gute Quote, eine richtig gute irgendwas. Also zündet mal eine Meltan-Box, wenn ihr eine habt. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann fragt mal hier in den Kommentaren. Ich lese ja immer alle Kommentare, da kann ich euch sagen, wie ihr an eine Meltan-Box kommt. Auch ohne Nintendo Switch. Voltolos Duo mit Genaya, 41 Sekunden Restzeit. Das macht Hoffnung auf heute Abend. Brainy Stendal, Shiny, wohin genau, weiblich, plus Shiny Meltan, Shiny Gladio, bin zufrieden, ist der gut für Raids glaube ich nicht, aber kann man glaube ich in der GWL vielleicht mit seinen Geist-Moves für irgendwas nutzen bestimmt. Hannes, was auch immer für ein Hannes, Shiny Yorkleth, Shiny Kryptometang, 100er Metang, Shiny Knogger, außen Raid, Shiny Lava. Heißt's Alola, ne Gala. Gala Lavados, nicht Shiny, einfach so erstmal fangen, ne? Feuerwerfer. 138 Schillernde. Flagmon mitgenommen. Aber halt insgesamt nicht nur Flagmon so. Shiny Schlurp. 100er Flagmon, gut. 100er Meltan, noch besser. Richtig genial. Bombe, zieht das hoch auf 50. Kein anderes Pokémon ist so leicht auf 50 zu ziehen wie Meltan. Dann Baloo. Shiny Kacksprühl 25, da haben wir es jetzt so. 25 Shiny Fleckmon, auch hier 100% Glücks mit für Mega-Entwicklung, ran noch nicht auf hoch, aber kann man ja noch hochziehen. Namus sieht gut aus. Dann aus dem Tausch 100% Scaraborn, was auch ja noch eine Mega-Entwicklung bekommt. Shiny Meltan noch mitgenommen und Kismetic, Assotic, Shiny und Radütox München Bayern. Ich glaube, die Folge ist wieder zu kurz und das Lied wird wieder nicht gespielt. Aber egal, denn wir haben jetzt noch den, das waren die Highlights der Woche, jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, das hat mich besonders geärgert, 1-2-3-Kit, also Ice, 1-2-Out-3-4-Side, irgendwas. Da ist schon, du hast so oft den Namen schon nicht mehr richtig gelesen und gehört, dass du gar nicht mehr weißt, was los ist. Der wollte ja unbedingt mit mir jetzt ein Shiny Ho-Oh tauschen beim Lucky Trade. Dann hat er gesagt, heute kommt das 100er Shiny, ich gönn's dir doch so. Dann schicke ich ihm meins, er schickt mir seins und bei ihm wird es natürlich ein 100% Lucky Shiny. Wow, wo er die ganze Woche davon geredet hat und dann wird's halt einfach wirklich bei ihm. Als wäre das nicht schon genügend, ne? Für Raid am Donnerstag, irgendwie fühle ich mich schlecht. Zu Recht. Ich sag dazu nichts mehr, der Trade mit dir war schon Schocker, aber die zwei Hundos heute und das in unter 100 Raids. Ich möchte doch nur meine XL für das Schlundo. Jetzt wollte er das eigentlich nur pushen, auf dem Weg dahin XL zu sammeln, hat er natürlich noch 2 Stück bekommen, wie man an den Bildern da sehen kann. Insgesamt also in 2 Tagen dann 3 Stück, 1 aus dem Tausch, 2 an einem Tag, das habe ich jetzt wieder gemacht. Und das bei insgesamt gerade mal 80 Raids, 3 Hunderter und ein Shiny Hunderter in Lucky. Und ich mit 724 stehe da mit einem einzigen. Das ist auf jeden Fall,
das Ärgernis des Jahres oder hier gerade eben der Schocker der Woche. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe gerade die Katze gesucht. Ali, Schatz! Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, heute Abend Raid Mania. Ich hab Bock, ihr habt Bock, alle haben Bock. Auch wenn es nur Voldolos ist, Raid Mania ist immer Muss. Bis dahin, ciao und peace out. Und ja.